Herzlich willkommen oder herzlich willkommen. Ich werde gleich nach Hochdeutsch wechseln, weil wir haben auch Gäste aus der Romandie, wir haben Freunde aus dem Ausland. Und da ich ja akzentfrei Hochdeutsch sprechen kann, ist das überhaupt kein Problem für mich. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem heutigen Abend. Es ist uns eine große Ehre, dass wir diese Buchpräsentation machen können, dass Sie alle da sind an diesem wunderschönen Tag im Zunfthaus hier zur WAG. Das Wichtigste muss ich gleich am Anfang sagen, abonnieren Sie die Weltwoche. Wir haben heute zwei Prioritäten. Erstens Weltwoche abonnieren. Zweitens Weltwoche abonnieren. Nein, und die dritte Priorität, die erste Priorität. Und natürlich das Buch von Jean-Daniel Ruch, das von Sabine Mähner Ihnen da noch handverschweißt übergeben werden kann. Niemand kommt hier raus ohne dieses Buch und ohne ein Weltwoche-Abo. Das muss klar sein. Ich freue mich sehr, dass wir heute da sind. Ich begrüße auch ganz besonders den Herrn Nationalrat Alfred Heer. Schön, direkt aus Bern gekommen. Heute auch am Abend dabei. Dann haben wir noch einen Altnationalrat und Altgemeindeamann Gary Müller haben wir hier. Also herzlich willkommen aus dem Kanton Aargau. Viele weitere illustre Persönlichkeiten und natürlich den Jean-Daniel Ruch, die Hauptperson unseres heutigen Abends. Ganz kurz, wie läuft das heute? Wir werden zuerst, mache ich ein kleines Gespräch mit Herrn Ruch. Dann bitten wir hinzu den Alfred Heer. Haben wir ein Streitgespräch oder eine, sagen wir, Diskussion aus unterschiedlichen Standpunkten. Und dann haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Versuche das Ganze, ja, unterhalb von 6 Stunden durchzubringen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Dann gibt es noch ein Apero, den Sie genießen können. Nein, nein, wir machen das effizient. Also, wir sprechen heute über dieses Buch. Frieden und Gerechtigkeit, Erfahrungen eines Schweizer Diplomaten zwischen Balkan, Russland und Nahost mit einem Geleitwort von Altbundesrätin Micheline Galmiret. Und dieses Buch ist eine absolute Premiere für uns, für mich. Zum ersten Mal stelle ich ein Buch vor im eigenen Verlag. Denn das ist der Weltwoche Verlag, der aus Anlass dieses Buches aktiviert wurde. Und das hat eine interessante Entstehungsgeschichte. Wie ist das eigentlich alles zustande gekommen? So gegangen, Herr Ruch war in den Nachrichten, weil es hieß, Herr Ruch wird der neue Chefdiplomat der Schweiz, Staatssekretariat für Sicherheit, er ist der Chef. Dann erscheint in der Weltwoche ein Artikel von SVP-Nationalrat und Europapolitiker Alfred Heer, sehr kritisch. Und das hat dann eine große Diskussion ausgelöst. Dann ruft mich ein Bekannter an aus dem diplomatischen Dienst und sagt, absolut ungerecht, dieser Artikel von Alfred Heer, dass Sie so etwas publizieren können, das geht also gar nicht. Sprechen Sie einmal mit dem Herrn Ruch, ich kenne ihn, das ist also nicht so, wie das dargestellt wird in der Weltwoche. Aber ich sage, ja gut, das machen wir, sofort treffe ich den Herrn Ruch, haben wir uns getroffen im Bahnhof Buffet. Und dann habe ich gedacht, sehr interessant, jetzt machen wir einen Artikel über Herrn Ruch. Dann hat ein Kollege Raphael Lutz hat dann ein Porträt geschrieben über Herrn Ruch. Sehr interessant. Wir sind dann im Gespräch geblieben, über das Gespräch gekommen. Wir treffen uns, Herr Ruch fragt mich, ich habe ein Buch geschrieben, auf Französisch, über meine Erfahrungen. Dann habe ich gesagt, ja, über was schreiben Sie denn da? Was sind denn Ihre Erfahrungen? Ja, ich war im Nahen Osten, ich habe natürlich mit Netanyahu gesprochen, ich habe mit der Hamas gesprochen. Ja, und ich bin ja jetzt Botschafter in Ankara. Ja, ich habe das noch am Rande miterlebt, die Verhandlungen von Putin und Zelensky. Und vorher war ich im Balkan, in Serbien, habe ich gedacht, ja gut, also da müssen wir keinen Verlag mehr suchen. Also wir haben eigentlich, gründe einen Verlag, wir bringen dieses Buch heraus. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir auch eine richtige Buchvernissage. Aber das Langweiligste bei einer Buchvernissage ist, wenn der Autor aus seinem Buch vorliest. Und dann hat der Ruch gesagt, jetzt machen wir aber nicht so eine langweilige Veranstaltung, wo ich da aus dem Buch vorlese oder Sie mir da ehrfürchtige Fragen stellen. Machen wir doch noch ein Streitgespräch.
Laden Sie doch den Alfred hier ein. Und da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Ich war gerade in Wien. Als wir das besprochen hatten, habe ich den Alfred Heer angerufen in Wien, habe ich gesagt, Alfred, bist du dabei? Und er hat gesagt, bist spontan? Ja, sicher. Also von mir aus gern, war etwas überrascht. Und heute sind also beide hier, was mich ganz besonders freut. Und ich starte, wie gesagt, zuerst mit dem Herrn Ruch. Sie können dieses Buch, ich sage das nachher noch einmal, auch bestellen. Noch besser, Sie kaufen es gleich hier. Weltwoche.ch/Frieden. Und das ist für mich eben das Interessante. Und das ist die Weltwoche. Rede und Gegenrede. Unterschiedliche Meinungen. Keine Generalrichtung. Wir haben viel zu viel Polarisierung, viel zu viel Rechthaberei, Hybris, Arroganz. Alle haben das Gefühl, sie hätten die Wahrheit besessen. Sie sind Wahrheitsbesitzer. Ich sage Ihnen, wir von der Weltwoche, wir besitzen keine Wahrheit, wir haben überhaupt keine Wahrheit, aber wir bemühen uns wenigstens, die Wahrheit zu suchen. Wir brauchen mehr Wahrheitssucher, weniger Wahrheitsbesitzer. Bitte einen großen Applaus für Jean-Daniel Ruch. Wir beginnen. Schön, bitte. So. Stelle ich da hier noch meine Stoppuhr ein, weil Alfred Heer hat mir gesagt, ich dürfe nicht länger als 5 Minuten sprechen. So, nein, schön. Herr Ruch, Sie kommen gerade vom Tele Zürich. Sie haben ein Interview gegeben. Ihr Buch ist in den auch Deutschschweizer Nachrichten sehr prominent abgehandelt worden. Wir hatten eine Seite im Tagesanzeiger, wir hatten eine Seite in der Sonntagszeitung, Sie hatten 2 Seiten im Sonntagsblick. Sie haben also gesehen, viele Reaktionen. In der Romandie sind Sie auf Platz 1. Der Verkaufslisten, die Leute bewegt das. Was hat Sie an diesen Reaktionen auf Ihr Buch vielleicht in der Deutschschweiz am meisten überrascht? Was ist Ihnen da aufgefallen, wie Ihr Buch diskutiert wird? Also zuerst vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank, Herr Köppel, und auch vielen Dank, Herr Nationalrat Wehr. Sie sind in der Position des Vermittlers heute, des Unterhändlers. Danke, dass Sie mich daran erinnern. Das ist eine andere Position für die Wahrscheinlichkeit. Wissen Sie, nach 30 Jahren im öffentlichen Dienst und in der Diplomatie ist man nicht einfach zu überraschen. Aber trotzdem bin ich überrascht von dem Interesse über dieses Buch, auch in der Romandie. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass eben, was Sie gesagt haben, diese Polarisierung, Gute gegen Böse, Das passt nicht. Die Leute wollen etwas anderes hören. Die wollen zu den Ursachen gehen, zu den Wurzeln dieser Situation, dieser gefährlichen Situation, die wir in der Welt heute leben. Ich glaube, dass so erkläre ich mich dieses Interesse für dieses Buch, weil natürlich ich gern, als ich dieses Buch geschrieben habe, gab es noch keine Hamas-Horror am 7. Oktober. Russland-Ukraine hatte schon begonnen eigentlich. Das war der Auslöser für dieses Buch. Aber jetzt sehe ich, wie viele Leute mehr verstehen wollen über die Ursachen dieser Konflikte. Was ist die Reaktion oder vielleicht, auf was hat man Sie angesprochen oder was fragen Sie die Journalisten, wenn Sie Interviews geben? Wo ist das größte Interesse und was fasziniert am meisten? Ja, alle wollen wissen, was kann die Schweiz. Deswegen kommt immer die Frage, Bürgenstock, Bürgenstock, Bürgenstock. Ist nicht einfach für mich zu beantworten, weil ich will trotzdem treu bleiben zu meinen alten Kameraden, nicht wahr? Aber das ist im Grunde das Interesse. Wo steht die Schweiz? Was ist die Identität der Schweiz? Was ist die Rolle der Schweiz in dieser Welt heutzutage? Und ich glaube, viele Leute sind ein bisschen verwirrt. Warum sind Sie eigentlich Diplomat geworden und was macht ein Diplomat? Viele haben ja die Vorstellung nicht so. Also ich frage mich mal, ja, warum sind Sie Diplomat geworden und ja, was macht ein Diplomat? Ja, ich bin eben nicht mehr Diplomat, weil ich habe gefunden, es wird langsam langweilig. Ich kenne auch hier im Raum einige ehemalige Diplomaten, die vielleicht mein Gefühl teilen, nicht wahr? Aber ich hatte Chance. Ich hatte wirklich viel Glück in meinem Leben, weil ich konnte wirklich wirken, und ich glaube mit einigem Erfolg, in verschiedenen
Konflikten oder ja, Konfliktenregionen. Also Balkan, da habe ich mit Carla Del Ponte gearbeitet. Ich glaube, wir hatten ziemlich viel Erfolg. Alle die Leute, die wir angeklagt haben, sind vor Gericht gegangen. Einige wurden freigesprochen, leider natürlich, als Ankläger denke ich leider, aber immerhin, fast 100 Leute wurden verurteilt. Nachher konnte ich wirken, also früher noch in der OSZE, als wir versucht haben, ein Sicherheitssystem für ganz Europa, inklusive Russland, zu schaffen, mit Flavio Cotti damals, nachher Nahen Osten. Also ich hatte schon ein sehr gefülltes Leben und jetzt habe ich ein bisschen langweilig gefunden, was wir machen. Und Sie sind ja, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, Sie sind aufgewachsen im Kanton, also damals noch nicht Kanton Jura, im Berner Jura, in Moutier. Sie haben erlebt diese Streitereien, auch diese ganzen Auseinandersetzungen. Wie hat Sie das geprägt? Ja, wissen Sie, die Zutaten eines Konfliktes sind fast immer irgendwie dieselbe. Es geht um Diskriminierung, der Gefühl einer Ungerechtigkeit. Und als Reaktion gibt es eine Bewegung, die manchmal gewaltsam sein kann. Und die Gewalt von den Worten nachher übersetzt sich in Gewalt in Taten. Wir hatten Terroristen im Jura, die wurden so beschrieben von der bernischen Regierung. Zwei haben politisches Asyl. Wir haben Asylanten produziert, wir die Schweiz. Einer hat Asyl gefunden in Frankreich unter de Gaulle und einer in Spanien unter Franco. Also, aber was wichtig war für mich, ist, dass diese Zutaten, der Hass, das Leiden, die Familien, die zerrissen sind, die Gesellschaft, die zerrissen sind, das sind diese Zutaten, die wir ein bisschen überall finden in Konflikten. Was war eigentlich Micheline Galmire für eine Chefin? Also ich hatte das Glück, zwei tolle Frauen als Chefinnen zu haben. Carla Del Ponte und Micheline Galmire. Und beide hatten etwas, das wenige männliche Politiker haben. Wir werden schauen später. Aber was diese Frauen haben, das waren Werte und Überzeugungen. Und das kommt wirklich vom Bauch. Und dieser Instinkt, dass sie keine Ungerechtigkeit tolerieren, das habe ich wirklich genossen. Und ich glaube, Micheline Galmire und auch Carla Del Ponte, die hatten die richtigen Instinkte und die waren kompromisslos. Wir müssen vorwärts machen in dieser Richtung. Sie schreiben in Ihrem Buch auf Seite 16, ganz interessant, Sie sagen, Sie schreiben, dass heutige Debatten in der Politik, ich zitiere, in einen eschatologischen Kampf zwischen Gut und Böse abdriften. Zum Beispiel gute Ukrainer gegen böse Russen, gute Israelis gegen böse Palästinenser oder umgekehrt. Sie lehnen dieses manichäische, ja, biblische Weltbild ab. Das lehnen Sie ab. Wie würden Sie Ihre Sicht beschreiben? Ja, also ich lehne das ab. Erstens, weil es uns nicht hilft, die Komplexität einer Situation zu verstehen und deswegen eine Lösung zu finden. Nicht wahr? Mein Verhalten nicht mit Satan, mit dem Bösen. Ich finde, um uns zu helfen, die Komplexität dieser Welt oder dieser Konflikte mal zu verstehen, ist es viel, viel besser, über die griechische Mythologie sich zu erinnern, an gewisse Teile der griechischen Mythologie. Und ich mag sehr gerne die Geschichte von Hubris und Polemos und nachher Irene. Haben wir zwei Minuten? Ja, sagen wir mal. Also Putin hat ja in diesem Interview gesagt mit Tucker Carlson, geben Sie mir 30 Sekunden und dann hat er 30 Minuten gesprochen. Also ich sage einfach, ich gebe Ihnen 5 Sekunden. Ja, und ich werde, also in diesem Fall kann ich 30 Sekunden sprechen. Okay. Also um das kurz zu machen, Hubris ist die Göttin von Arroganz und Ehrgeiz. Und Polemos ist der Gott des Krieges. Und die sind beide verheiratet. Das heißt, Arroganz geht zusammen mit Krieg. Ein Traumpaar sozusagen. Ja, und wenn man, also ich komme aus dem Westen, ich
lieber die westlichen Werte, Demokratie, fundamentale Freiheiten, Grundfreiheiten. Aber was ich finde, ist, dass in den letzten 20 Jahren, vielleicht seit der Wende, hat der Westen zu oft durch Arroganz und Ehrgeiz falsche Politiken geführt, die zu Misserfolg geführt haben. Also der Westen war auf der Loser-Seite, auf der Verliererseite in Afghanistan, in Irak, in Jemen, in Libyen, in Syrien. Und vielleicht jetzt, was passieren wird in Ukraine und Gaza, wissen wir noch nicht. Und ich glaube, das ist eben das Ergebnis dieser Hubris, die der Westen hatte, indem wir gedacht haben, unipolare Welt, jetzt können wir unsere Werte überall in die Welt verbreiten. Und das klappt einfach nicht. Und Sie sagen, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern sie ist grau. Es ist grau. Und da komme ich zurück zur Schweiz und direkter Demokratie und Macht des Volkes, weil in Aristophan, die griechische Mythologie, einmal hat ein Weinberger genug von diesem ewigen Kriegen. Also Sie haben jetzt die Sendezeit schon überschritten mit der griechischen Mythologie, aber den gebe ich Ihnen noch. Ja. Und er geht zum Olympusberg und mit Bauern, also mit dem Volk, um Irene, die Göttin des Friedens, zu befreien von Polemos. Okay, also das polytheistische Weltbild gegenüber diesem Manichäischen. Die interessanteste Passage in diesem Buch ist die folgende. Und die ist eigentlich von der SVP noch gar nicht gegen Sie verwertet worden oder von anderen Journalisten. Das ist nämlich hochinteressant. Auf Seite 37 in Ihrem Buch erzählen Sie etwas brisant. Und Sie sagen, es habe da ein Telefonat nach Bern gegeben im Jahr 1999. Ah. Sie waren damals auf der Schweizer Botschaft in Belgrad tätig und brauchten Bargeld, um Anti Milosevic, das war der damalige Präsident Serbiens, um Anti Milosevic Aktivitäten im Land zu unterstützen. Das Außendepartement bewilligte ihnen unkompliziert den stattlichen Betrag von 300.000 Franken. Sie gelten als Verfechter der Neutralität, um Himmels Willen, Herr Ruch. Also wenn Sie aus der Schweiz 300.000 Franken in die Portokasse nehmen, um Milosevic zu destabilisieren, was hat das mit der Neutralität noch zu tun? Damals war Milosevic angeklagt als Kriegsverbrecher. Er war völlig isoliert, auch unter Sanktionen. Und das war in unserem Interesse, das zu tun. Ein Kriegsverbrecher ans Tribunal zu liefern. War das eine verdeckte Operation sozusagen der Schweizer Außenpolitik im Balkan? Also verdeckt. Verdeckt. Na, natürlich, das haben wir nicht in den Medien so gesagt, mindestens damals. Aber das hat sicher unsere Interessen gedient, weil nachher als Serbien wählen musste, in welcher Gruppe in der IWF zu gehen, haben sie die Schweizer Gruppe gewählt und nicht die italienische Gruppe. Also das liegt im Kern unserer Interessen. Also ich habe das Beispiel natürlich gebracht. Es gibt ja noch ein paar andere brisante Kapitel. Aber Sie sehen, also hier haben wir ja wirklich Inside-Informationen aus dem außenpolitischen Ressort der Schweizer Politik. Russland spricht der Schweiz die Neutralität ab heute. Sagt, die Schweiz ist nicht mehr neutral. Ist die Schweiz heute noch neutral, Herr Ruch? Es hängt davon ab, wo. Sie wissen den Unterschied zwischen der Politik der Neutralität, der Recht der Neutralität. Was wichtig ist für mich, ist, wie die Welt die Schweiz empfindet. Neutral oder nicht neutral. Ich konnte in der Türkei sehen, auch nach der Übernahme der Sanktionen, dass wir immer noch diese Aura der ewigen bewaffneten Neutralität haben. Natürlich ist geschadet worden mit den Sanktionen. Natürlich Russland, ein wichtiges Land, eine wichtige Konfliktpartei, betrachten uns nicht mehr als neutral. Aber ich glaube, das ist nicht verloren. Das ist am Schluss eine Frage des politischen Willens. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass im April 2022 der ukrainische Präsident Selenskyj nach Ihrer Beurteilung gewillt gewesen sei, einen schnellen Waffenstillstand mit Russland zu akzeptieren. Darüber ist sehr viel geschrieben worden, heute auch in der Neuen Zürcher Zeitung ein Riesenartikel.
Natürlich immer. Am Ende kommt da die Weltwoche dann wieder schlecht weg, weil wir es vermutlich richtig dargestellt haben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Sie haben gesagt, da sei man eigentlich nahe an einer vielleicht Einigung gewesen. Woran ist das Ihrer Ansicht nach damals gescheitert, 2022? Also ich kann nur sagen, was ich weiß. Diese Vermutungen weiß ich nicht. Wissen Sie, es hat 100 Jahre gebraucht, bis wir die genauen Ursachen des Ersten Weltkrieges verstanden haben, dank Christopher Clark, des Sleepwalkers. Also in diesem Fall, was ich gehört habe von den Vermittlern, ist, ja, es gibt eine sehr positive Dynamik. Es gibt noch ein großes Problem, und das ist die Frage der Sicherheitsgarantien, die Ukraine bekommen würde, im Gegengeschäft mit der Neutralität. Also wir konnten beteiligt werden in der Neutralitätssache. Sie waren Berater damals eigentlich der türkischen Regierung als Botschafter in Ankara. Das hätte passieren können, wenn die Verhandlungen fortgesetzt wären. Aber das war eben leider nicht der Fall. Und da hat mir der Unterhändler gesagt, ja, aber schauen Sie, ich bin nicht optimistisch, weil es gibt große Mächte, die ein globales Agenda haben. Und, also sprich die Amerikaner. Wahrscheinlich. Und nachher haben wir Lloyd Austin gehört, das kann man überall finden. Er hat gesagt, ja, wir wollen Russland schwächen. Mhm. Und also das, aber ich glaube, es hätte eine Chance gegeben damals. Sie haben den türkischen Präsidenten Erdogan bei verschiedener Gelegenheit kennengelernt. In knapper Form, was ist Ihr Eindruck vom türkischen Präsidenten? Ja, wissen Sie, ich glaube, er gehört für mich zu der Liga dieser Alpha-Politiker. Wir haben auch einige im Raum heute Abend. Aber für mich ist er in der Kategorie von Netanyahu. Ich spreche nicht, ob die Leute gut oder böse sind, nochmals. Ich rede wirklich von der Macht und wie sie ausstrahlen und wie sie an der Macht bleiben können. Also Netanyahu ist ein sehr guter Taktiker. Ich finde, er ist nicht gut in der Strategie. Erdogan ist vielleicht besser in die Strategie als in die Taktik. Aber für mich, die gehören in dieser Kategorie von Politiker der ersten Liga. Oberste Liga. SVP-Nationalrat Alfred Heer hat Ihnen in der Weltwoche, wir haben dann nachher die Möglichkeit, das noch direkt kurz anzusprechen, hat Ihnen in der Weltwoche vorgeworfen, Sie stehen zu nahe bei der Hamas, das gehe nicht, die Hamas, die müsse da zerschlagen werden und Sie seien da viel zu nahe dran und mit der Hamas müssen wir auch nicht verhandeln oder diskutieren. Was würden Sie da entgegenhalten? Sie haben ja tatsächlich sowohl mit Benjamin Netanyahu, wie auch mit Hamas-Vertretern gesprochen. Warum ist es aus Ihrer Sicht... Und auch mit religiösen Siedlern von Hebron. Und warum ist es wichtig, mit der Hamas zu sprechen, aus Ihrer Sicht? Ja, wenn... Das war mein Auftrag. wenn wir irgendeinmal einen Frieden im Nahen Osten haben wollen, dann müssen die Hauptakteure am Tisch sitzen. Und Hamas ist noch, war schon damals... ein Hauptakteur. Moshe Dayan hat einmal gesagt, wir müssen Frieden machen mit unserem Feind, nicht mit unserem Freund. Deswegen muss Hamas und müssen auch die jüdischen Siedler, die keine Zwei-Staaten-Lösung wollen, irgendwie am Tisch gebracht werden. Also müssen, ob es noch möglich ist, weiß ich. Benjamin Netanyahu, Israel, hat gesagt, wir müssen die Hamas vernichten, wir müssen sie zerschlagen. Kann das gelingen, Ihrer Meinung nach? Ja, ich frage mich, also wir sind was nach 8 Monaten in diesem Krieg und scheinbar Hamas ist nicht immer noch aktiv. Nach 37.000 Tote, 80.000 Verletzte und die Geiseln, ich habe Familien von Geiseln damals auch getroffen. Ich kenne das Leiden der Mütter. Und es scheint mir, das Beste für die Geisel wäre ein Waffenstillstand und ein Rückzug der israelischen Truppen. Sie kennen Premierminister Netanyahu persönlich. Sie waren auch mal Sonderbeauftragter für den Nahen Osten. Auch da die kurze Frage, wie schätzen Sie Benjamin Netanyahu ein? Was für eine
Art Persönlichkeit ist er? Also wie ich gesagt habe, er ist in dieser Liga von sehr charismatischen Politikern, ein sehr guter Taktiker, aber seine Strategie ist gescheitert am 7. Oktober. Warum ist sie gescheitert? Weil seine Strategie war, statt Verhandlungen Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu haben, hat er versucht, das Konflikt zu managen. Und wie hat er das gemacht? Er hat katarisches Geld an Hamas geschickt. Mahmoud Abbas eher erniedrigt und dafür gesorgt, dass eine Vereinheitlichung des palästinensischen Lagers nicht stattfindet und keine Verhandlungen geführt. Sein Vorgänger hat Verhandlungen geführt. Bevor wir den Nationalrat Alfred Heer aufs Podium bitten, noch eine Frage. Was ist die wichtigste Botschaft Ihres Buchs für die Schweiz, für die Außenpolitik der Zukunft im 21. Jahrhundert mit vielen Konflikten, mit vielen Spannungen? Was ist da sozusagen Ihre Absicht? Was wollen Sie der Schweiz hier auf den Weg geben? Was ist der wichtigste Grundsatz? Wir müssen bewusst sein von unserer Stärken. Wir haben Stärken. Wir haben einer der besten Softpower in der Welt. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, diese Softpower einzusetzen, um positiv zu wirken in der Welt. Ganz herzlichen Dank für diesen ersten Teil. Jetzt möchte ich unseren zweiten Gast hier in Wien, einer amerikanischen Talkshow, auf die Bühne bitten. Alfred Heer, bitte einen tosenden Applaus für Nationalrat Heer. Ja, Herr Heer, bevor wir da einsteigen in unsere Diskussion, Sie kommen jetzt gerade aus dem Bundeshaus. Wir haben gelesen, tumultartige Szenen. Im Blick haben wir gesehen, die SVP habe da einen Zusammenstoß provoziert mit der Bundespolizei aus Anlass des Besuchs von Ruslan Stefantschuk, dem Präsidenten des ukrainischen Parlaments. Was ist da los? Was können Sie das einordnen? Was ist da passiert gestern im Bundeshaus? Herzlich willkommen übrigens bei uns guten hier. Guten Abend miteinander. Also passiert ist nicht viel. Das Bundeshaus ist natürlich zu einer Festung mutiert. Man kann sich nicht mehr frei bewegen. Ich selber habe Abstimmungen verpasst. Also ich hatte einen Termin außerhalb des Bundeshauses gestern Nachmittag für eine Besprechung und wollte dann zurück für die Abstimmungen. Und ich konnte also nicht einmal mehr in die Nähe des Bundeshauses gelangen, trotz Nationalratsausweis. Hat die Kantonspolizei gesagt, sie haben die Order, dass ich hier 30 Minuten warten muss. Und das geht natürlich nicht. Ich meine, wir sind vom Volk gewählt. Wir haben eine Pflicht an den Abstimmungen teilzunehmen, und wenn wir natürlich diese Volksvertretung nicht mehr ausüben können, weil einfach die Sicherheitsvorkehrungen so groß sind, dass wir eingeschränkt werden in der Ausgabe, es geht nicht um uns, es geht, dass wir das Amt ausüben können für unsere Wählerinnen und Wähler, dann geht das natürlich nicht. Das ist aber nicht das Versagen der Polizei, das möchte ich klar festhalten. Die Polizei hat ihre Anweisungen, das ist eigentlich der Ratspräsident, Erich Nussbaumer, und ich habe ihm dann geschrieben per E-Mail, ob das in Ordnung sei, dass ich nicht abstimmen kann, 30 Minuten, und hier warten muss. Und er sagt dann, ja, das ist ärgerlich, das ist wie, wenn die SBB der Zug ausfällt, dann kannst du auch nicht abstimmen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber Erich, du bist nicht die SBB. Entschuldigung, du bist Ratspräsident, und wenn man solche Sicherheitsvorkehrungen macht, hätte er am Morgen sagen können. Das haben sie eben nicht gemacht, am Morgen sagen können. Heute haben wir den ukrainischen Parlamentspräsidenten. Es gelten spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Also man darf diese Haupttreppe nicht benutzen. Man soll das Bundeshaus nicht verlassen, da man für eine halbe Stunde nicht mehr ins Haus gelangen kann, weil der Parlamentspräsident dann verschoben wird mit dem Fahrzeug. Dann wäre das in Ordnung gewesen. Dann hätte ich mich auch arrangieren können und meinen Besuch anderweitig planen, und das ist eben nicht in Ordnung, dass da einfach eine Geheimniskrämerei gemacht wird, und dann am Schluss ist es klar, werden die Leute aggressiv, oder wenn man sie einsperrt und man sich nicht mehr frei bewegen kann. Ja, und der Eindruck ist ja, ich will noch diese Anschlussfrage kurz stellen, der Eindruck ist ja auch, dass die Schweizer Außenpolitik, sagen wir es mal so, sehr entgegenkommend ist jetzt hier den Wünschen der einen Kriegspartei. Wir haben jetzt unseren Außenminister gehört, Ignacio Cassis,
an dieser Medienkonferenz, wo er in Minute 48 gesagt hat, auf die Frage, warum man eigentlich die Russen nicht eingeladen habe auf den Bürgerstock, hat er gesagt, ja gut, das sei nicht kompatibel gewesen mit der Position des ukrainischen Präsidenten. Was hast du gedacht, was haben Sie gedacht als Europapolitiker und ja auch Nationalrat, als Sie diesen Satz gehört haben? Ja gut, ich weiß ja das schon lange. Das ist eine Farce, dieser Bürgerstock. Das ist schon lange bekannt. Es geht hier eigentlich um eine Selbstprofilierungsübung von Frau Amherd und Herrn Cassis, die da im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit stehen möchten. Und das ist eben ein roter Leitfaden vom EDA. Entschuldigung, Herr Ruch, das ist ein Leitfaden vom EDA, auch mit Michelin Calmiret, Genfer Initiative, überall sich vordrängen, Geneva Initiative, man will überall Frieden machen, überall sagen, wie es funktioniert, Millionen Franken von Steuergeldern ausgeben, ohne dass wir eben effektiv etwas bewirken können. Im Gegenteil, am Schluss ist es noch zum Schaden der Schweiz, weil die Amerikaner, die schicken jetzt die Vizepräsidentin, die denken, die Schweizer sind ein bisschen gaga. Die Russen sind wütend, verständlicherweise. Die Chinesen machen eine eigene Konferenz, also die haben wir jetzt auch wütend gemacht. Und als neutraler Staat sollten wir uns wirklich zurückhalten. Und wenn man von Softpower spricht, dann wird es mir schwarz vor Augen, wenn ich dann denke, Softpower von Frau Amherd und Herrn Cassis. Gute Nacht, also das glaube ich nicht, den Softpower, den wir brauchen. Aber wir, da bin ich mit Herrn Ruch einig, wir können gute Dienste anbieten, wenn wir gefragt werden. Also wenn zwei Parteien kommen, wie Iran und USA, könnt ihr unsere Interessen vertreten. Wenn zwei verfeindete Parteien kommen und die Schweiz als neutralen Mitter wollen, ja, das ist unsere Rolle, aber nicht selbsternannte Friedensstifter oder Apostel. Ja. Ist das eigentlich der Hintergrund Ihres kritischen Artikels gewesen gegenüber Jean-Daniel Ruch? Sie haben ihm ja dort vorgeworfen, dass er sich zu stark da der einen Seite, der Hamas-Seite, zugänglich gezeigt habe, zu stark in diese Richtung gegangen sei. Könnten Sie vielleicht das ganz kurz, ich möchte dann gleich die Diskussion hier zweiseitig machen, können Sie das vielleicht noch mal kurz sagen, was aus Ihrer Sicht nicht in Ordnung war, eigentlich bei diesen politischen Aktivitäten von Herrn Ruch? Ich möchte zuerst einmal sagen, ich habe nie etwas persönlich gehabt gegen Herrn Ruch. Ich habe ihn auch in Tel Aviv getroffen und er ist eine integre Persönlichkeit. Aber ich war natürlich nie einverstanden mit der Politik, die er ja umsetzen musste, von Michelin Calmiret mit dieser ganzen Geneva-Initiative. Das war ja eigentlich ein Schock für die Schweiz. Man muss sich das vorstellen, es war ein Schock für die Schweiz, als diese Osloer Friedensverträge zustande kamen, vermittelt von Norwegen zwischen Arafat und Yitzhak Rabin. Das war ein Schock für die Schweiz. Wissen Sie, warum, Herr Köppel? Ich will jetzt nicht mit meinem Wissen hausieren, nein, aber Sie können das jetzt hier darstellen. Schweiz, weil es nicht die Schweizer waren. Man hätte gerne gehabt, dass das die Berner Verträge gewesen wären. Und man war natürlich eifersüchtig, dass die Norweger jetzt diese beiden verfeindeten Parteien zusammengebracht haben, diesen Friedensvertrag abgeschlossen haben. Und dann hat Frau Calmiret gedacht, das ist auch bekannt im Medien, das ist ein Wettbewerb, oder? Wer kann mehr Frieden stiften in dieser Welt? Dann hat sie diese Geneva-Initiative ins Leben gerufen. Und ich war nie ein Freund der Hamas. Die Hamas hatte die Fatah unter Arafat, die war genau gleich schlimm wie die PLO, wie die Hamas. Wir mögen uns erinnern, Flugzeugabsturz Würenlingen, Attentat 1972 in München. Also das waren die gleichen Terroristen wie die Hamas heute. Sie haben sich aber entschlossen, mit Yitzhak Rabin zusammen, ehemaliger Generalstabschef, Frieden zu schließen, Friedensverträge zu machen, Kooperation zu machen, mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Und die Hamas wurde einzig deshalb gegründet, um diesen Prozess zu torpedieren mit Terror. Ich erinnere an diese Busse, die man geschickt hat nach Tel Aviv, 100 Leute in Diskotheken, immer terroristische Überfall. Und das steht auch in der Charta der Hamas. Und darum hatten wir die Fatah, welche bereit war. Und die Fatah galt natürlich als Verräter für die Hamas. Und die Hamas bekämpft eben nicht nur die Juden. Sie hat auch die Fatah bekämpft, sie hat die Fatah von den Dächern geworfen. Und die Hamas, sie sind nicht nur gegen Juden, sie sind eben auch gegen Araber,
die Frieden wollen und sie sind eigentlich gegen das Leben und gegen eine friedliche Koexistenz. Also darum kein adäquater Verhandlungspartner und mehr noch. Die Schweiz habe sich eigentlich mit dieser Genfer Initiative an den Rand gespielt. Jetzt muss aber Herr Ruch, was sagen Sie zu diesen Punkten? Oh je, yeah, ja, da sollte man. Aber bitte, wir wollen nicht den ganzen Abend. Da sollte man einfach gleich der Narrative mal ein Buch schreiben mit Ihrer Narrative und mein Narrative, das ganz anders ist. Prägnant vielleicht kurz, weil wir möchten ja nicht. Also erstens. Oslo war ein erster Schritt, das war kein Frieden. Das war ein erster Schritt in Richtung eines Friedens. Ja, klar, Zwei-Staaten-Lösung wurde nicht dort erreicht. Zweitens, wir, die Schweiz, wurde gefragt von den Unterhändlern, die in Taba eben nicht zum Schluss eines Friedens gekommen sind, unter Clinton noch, um eben diese Genfer-Initiative zu unterstützen. Also es gab diese Anfrage. Drittens, dank unserer Bemühungen mit Hamas, hat Hamas ihre Charta revidiert und ist jetzt bereit, und das haben sie noch im Mai gesagt, in einem palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 einen Staat zu haben. Das heißt im Prinzip, die Position der Hamas heute ist kompatibel mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Das steht, Entschuldigung, das ist einfach Blödsinn, Herr Ruch. Ja, nein, das ist die Wahrheit. Was die Hamas jeden Tag beweisen, was sie bewiesen hat am 7. Oktober, da können Sie noch lange sagen, die Hamas sagt halt, ich habe noch nie eine offizielle Erklärung gehört eines Hamas-Chefs, der das sagt, wir in einer arabischen Sende, der sagt, wir akzeptieren das Existenzrecht von Israel. Das haben Sie nirgends gehört. Und wenn Sie diese Demonstrationen sehen in den Straßen, da steht nichts von Existenzrecht von Israel. Da steht «From the river to the sea, Palestine must be free». Und verdrehen Sie einfach nicht immer die Tatsachen. Und Sie leben einem Traum nach, vielleicht ein zu großes und ein zu gutes Herz. Aber wir dürfen im Leben nicht naiv sein, weil es geht am Schluss um das Existenzrecht eines demokratischen Staates, mit dem wir eng verbunden sind. Wir wollen ja, auch, dass noch eine Erwiderung zum Nahostkonflikt, dann will ich das Thema verlassen, weil da können wir dann noch 3000 Jahre diskutieren. Aber trotzdem, machen Sie Ihren Punkt und dann können wir kurz erwidern. Ja, ich glaube, Israel wollte den Frieden und Israel hat ja gezeigt, dass sie bereit sind, auch mit arabischen Staaten Frieden zu schließen. Wir haben Frieden mit Jordanien, es gibt Frieden mit Ägypten, Frieden mit den Vereinigten Arabischen Staaten, waren nahe an einem Friedensschluss mit Saudi-Arabien. Es gibt natürlich die Mullahs in Iran, die Hamas sponsern, die Hezbollah sponsern, die kein Interesse haben. Und jetzt müssen wir einfach klar Farbe bekennen, für wen stehen wir ein. Und die Palästinenser sind diejenigen, die leiden unter dieser Hamas-Regierung. Keine Frauenrechte, keine Menschenrechte. Okay. Ja, und das müssen Punkt wir ist bekämpfen. Punkt verstanden. Ich möchte die Frage vielleicht noch so etwas aus den Details herausnehmen, weil vielen fehlt natürlich auch der detaillierte Einblick in diese komplexen Prozesse. Aber der Grundvorwurf geht ja eigentlich in die Richtung, und das haben wir auch im Bundeshaus, dass man mit dieser Hamas nicht reden sollte, dass man diese Hamas sogar verbieten, ächten sollte, als terroristische, mörderische Organisation aus dem diplomatischen Verkehr ziehen sollte. Mit denen kann man nicht reden. Da haben Sie ja eine andere Position. Sie sagen, man muss mit dieser Hamas sprechen, man muss mit ihr auch reden können. Was wäre denn das Problem aus Ihrer Sicht, wenn man diese Hamas einfach verbietet in der Schweiz und sagt, das ist eine Terrorgruppe? Drei Punkte. Erstens, ich bin völlig einverstanden mit Ihnen, es geht um die Sicherheit Israels und der jüdischen Gemeinschaften in Israel. Diese Politik des Boykotts von Hamas hat eben weniger Sicherheit produziert. Und ich befürchte sehr eine Eskalierung. Weil leider, oder nicht für Hamas, aber leider für Frieden in der Welt, ist Hamas nicht allein. Es gibt so eine sogenannte Widerstandsachse, das eigentlich sehr gut organisiert ist. Das ist mein erster Punkt. Zweiter Punkt. Einige von Ihnen spielen Jazz, ich nehme an. Also für mich, der Hamas-Verbot ist wie der Buch, der Trumpf der Buch, zu brauchen auf null Punkte. Wir werden Hamas verbieten. Was bekommen wir als Gegenleistung? Nicht. Wahrscheinlich nicht einmal ein Danke von der Israelis. So, da
Und jetzt rede ich Interessen- und Machtpolitik. Da hatten wir einen Trumpf in den Händen. Das geben wir weg, ohne irgendeine Gegenleistung zu haben. Wieso machen wir das? Es nützt nichts. Dritter Punkt. Das schafft einen Präzedenzfall. Früher hat man nur die UNO, die Organisationen, die auf der UNO-Liste genommen als Terrororganisationen. Jetzt kommt Hamas. Ich kann Ihnen versichern, übermorgen kommen die Türken und sagen, PKK ist verantwortlich für 40.000 Tote. Also machen wir jetzt ein PKK-Gesetz. Und es gibt noch viele, viele, viele in der Welt, die zu uns kommen können. Also da sehe ich auch ein Risiko. Deswegen finde ich, das ist eine dumme Idee. Das gibt uns eigentlich gleich die Möglichkeit, das etwas ins Allgemeine zu ziehen. Das ist ja tatsächlich eine Frage, die auch ich mir immer wieder stelle. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eine Hamas, das muss man verbieten, das ist also eine wirkliche Terrororganisation. Da verbietet sich eigentlich jegliche Neutralität. Du kannst nicht neutral gegenüber solchen Schwerverbrechen sein. Dann höre ich schon, wie in anderen Konflikten, die Leute sagen, ja, zum Beispiel gegenüber Russland können wir auch nicht neutral sein. Das ist auch ein Schwerverbrecherstaat. Das sind Terroristen, das ist ganz schlimm, was die machen. Und dann kommt Osttimor, da kommt Sudan, da kommt jedes Land. Und dann muss doch die Schweiz, wenn sie anfängt, sich zu all diesen Gruppierungen zu bekennen, dann kommen wir doch in eine Schwierigkeit, jetzt gerade aus SVP-Sicht, es fast unmöglich, noch neutral zu sein. Ist das nicht ein Problem, wenn man bei einer Organisation sagt, das ist wirklich unterste Schublade Verbrechen? Ist das noch neutral oder untergräbt man die Neutralität so? Na gut, ich weiß nicht, wenn Sie die Bilder am 7. Oktober gesehen haben. Ich weiß nicht, was Sie jetzt mit der Hamas. Ich weiß nicht, was Sie mit der Hamas verhandeln wollen, wenn Sie die Bilder vom 7. Oktober gesehen haben. Wollen Sie mit der RAF verhandeln? Rote Armee-Fraktion? Haben wir verhandelt mit der Roten Armee-Fraktion? Das sind doch keine Leute, mit denen man verhandelt, mit Massenmördern, mit Verbrechern, die auch die eigene Bevölkerung, muss man immer wieder sagen, auch die eigene Bevölkerung unterdrücken. Ja. Und was der Gaza braucht, die brauchen eine Regierung. Eine Regierung, die den Rechtsstaat schützt, auch in Gaza, die eine Lösung anstrebt mit Israel und dass diese Geiseln freigelassen werden. Wo sind wir eigentlich, dass man Hunderte von Geiseln entführen kann und man sieht das als normal an und wenn ein Staat dann diese Leute retten will, bekommen diese noch an den Pranger und die Norweger sind noch zu dumm und anerkennen jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung. Also man belohnt eigentlich den Terrorismus und das wollen wir nicht. Und wo ziehen Sie, wenn ich einhaken darf, wo ziehen Sie jetzt als Außenpolitiker, als Europapolitiker die Grenze? Wo sagen Sie zum Beispiel, wenn Ihnen einer sagt, jawohl, Herr, ich unterschreibe das 100% bei der Hamas, aber eure Pro-Russland-Position der SVP verstehe ich überhaupt nicht. Da kann es nicht neutral genug sein. Wie viele Tote wollt ihr noch sehen in der Ukraine? Das ist doch auch ein Terrorangriff. Wo ziehen Sie da die Grenze her? Also, ich meine, Russland ist nach wie vor ein Land, das demokratische Wahlen abhält. Das ist klar. Es ist im Unterschied zur Ukraine. Es ist natürlich eine gesteuerte Demokratie. Das ist mir auch klar. Und was Russland macht, ist eine Aggression gegenüber der Ukraine. Aber Russland überfällt keine Zivilbevölkerung. Entschuldigung. Die Russen, ja, Butsche, das können wir dann noch separat diskutieren. Die Russen fallen nicht in der Ukraine ein und entführen 300 alte Menschen und Kleinkinder und richten ein Massaker an. Es ist vor allem ein Krieg Soldat gegen Soldat, oder? Schon das ist traurig genug, das ist klar. Aber Russland wird nicht untergehen und es ist keine Terrororganisation. Die Hamas hat keine Legitimation. Es ist eine Terrorgruppe, die nicht staatlich anerkannt ist, die eigentlich eine Organisation ist wie eine Verbrecherbande. Und da kann man ja mit gutem Gewissen sagen, wir akzeptieren diese Hamas nicht und wir wollen die nicht und wir wollen denen auch nicht helfen. Und das Schlimmste ist ja, die Araber, die intelligenten Araber wie die Ägypter, die haben zwar eine Militärdiktatur, ist ja auch nicht schön, aber wieso haben sie eine Militärdiktatur? Sie haben eine Militärdiktatur, um Muslimbrüder wie die Hamas zu verhindern. Jetzt kann man sich fragen, was ist besser? Ayatollahs wie im Iran oder Militärdiktatur wie in Ägypten? Und wenn ich jetzt die Wahl habe, dann muss ich sagen, ist mir die Militärdiktatur
in Ägypten. Trotz allem lieber. Am liebsten wäre mir natürlich eine Demokratie, auch in Ägypten. Aber das können wir nicht mit dem Schalter drehen und dann erhoffen, dass, dass das Licht der Demokratie leuchtet. Herr Ruch, Herr Heer hat ja am Anfang seiner Ausführungen ist er auf die Birkenstock-Konferenz gekommen und hat gesagt, ja, diese Birkenstock-Konferenz sinngemäß ist eine Farce. Die Schweiz reitet sich da ins Abseits. Wir schaffen uns eigentlich nur Feinde. Sie sehen es ein bisschen anders. Also Sie geben der Birkenstock-Konferenz eine Chance. Ja, erstens, ich finde, das ist ein bisschen einfach, unsere Bundesräte zu kritisieren, weil sie etwas unternehmen. Jetzt, die Methodologie ist vielleicht nicht die beste. Man hätte zuerst sondieren müssen und so weiter und nachher zum Schluss gekommen wären, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Gut, jetzt sind wir, wo wir sind und kann man etwas rausmachen aus dieser Konferenz. Und ich glaube, es gibt zwei, drei konkrete Punkte, wo vielleicht Fortschritte zu erreichen sind. Austausch von Kriegsgefangenen, humanitäre Situation, Schifffahrtfreiheit im Schwarzen Meer. Insbesondere das dritte Thema ist super wichtig für einige der Teilnehmer, insbesondere die aus Afrika kommen. Also ich glaube, Friedenskonferenz ist sicher nicht das richtige Wort. Es wird kein Frieden aus dieser Konferenz kommen. Aber eben konkrete Erwartungen können vielleicht erfüllt werden. Und das positioniert die Schweiz. Das zeigt unsere Solidarität mit dem westlichen Lager, was scheinbar gewünscht ist vom Bundesrat, von einer Mehrheit des Parlaments. Herr Heer, Sie sind ja als Europaparlamentarier, kennen Sie auch die Situation in der Ukraine sehr gut. Und Sie kennen auch die Politiker, die dort am Werk sind. Können Sie da vielleicht etwas erzählen, weil Sie da vielleicht eine etwas andere Auffassung haben von viel von dem, was man in den Zeitungen lesen kann. Was ist eigentlich die Ukraine aus Ihrer Sicht für ein Staat? Es gibt ja auch Vorwürfe, Korruption und so weiter. Was ist Ihre Beurteilung der ukrainischen Regierung? Sie sind da ja wirklich sehr nahe dran immer gewesen. Ja. Gut, das ist natürlich die Geschichte der Sowjetunion. Dort muss man natürlich beginnen. Und ich meine, dieser Kollaps Ende der 80er Jahre hat natürlich dazu geführt, dass wir verschiedene neue Staaten haben, wie Aserbaidschan, Kirgisistan, Turkmenistan und so weiter, Georgien, Ukraine, natürlich auch die baltischen Länder, Lettland, Litauen, Estland. Diese sind jetzt in der EU und diese Oststaaten, Georgien, dort sehen wir auch diese Unruhen, die jetzt stattfinden. Aserbaidschan, eine Diktatur mit Aliyev und auch die Ukraine ist natürlich nie zur Ruhe gekommen. Sie wurde regiert von Kutschma, dem ersten Präsidenten. Die Ukraine ist durch und durch korrupt. Die Russische Föderation, muss ich sagen, ist natürlich auch korrupt, aber dort ist es einfach so, dass wir einen Präsidenten haben, der die Korruption kontrolliert mit Putin, oder? Und in der Ukraine ist einfach die Korruption so groß, dass einfach keine Kontrolle darüber herrscht und sich eigentlich jeder bedient. Das ist bedauerlich. Und die Frage ist einfach, hätte die Ukraine, man muss sich immer überlegen, sie waren unabhängig im 91, sie hätten ja auch theoretisch 30 Jahre Zeit gehabt, einen Staat aufzubauen, eine Armee aufzubauen, ein wirtschaftliches System aufzubauen und eine Demokratie aufzubauen, die funktioniert, aber das wäre vielleicht, man muss sagen, zu viel verlangt gewesen, weil all diese Oststaaten, sogar diese europäischen wie Bulgarien, Tschechien, Slowakei, die haben alle Mühe, eine Demokratie in dieser kurzen Zeit zu entwickeln. Und heute ist natürlich das Problem, die Amerikaner sind aus Afghanistan abgezogen, relativ stümperhaft. Und Putin war der Meinung, wenn er mit einem Grossangriff kommt, 5 Tage, Regierungssturz und die Ukraine gehört mir. Und da hat er sich halt verrechnet. Und jetzt haben wir diese unselige Situation, wo wir eigentlich nicht mehr rauskommen. Und das ist bedauerlich. Und Zelensky selber, ich meine, man muss die auch verstehen, ist natürlich schwierig für ihn. Man kann jetzt nicht ihm sagen, er sei quasi der Täter, oder? Ich meine, der Täter ist Putin. Er wehrt sich so gut es geht, aber es ist klar, es ist schwierig. Die Ukraine hat immer noch Oligarchen im Hintergrund. Und ich bin mir auch nicht sicher, ich sage das hier, ob diese Oligarchen im Hintergrund nicht irgendwann gemeinsame Sache machen werden, wieder mit Russland, dass die Ukraine, ein Teil der Ukraine zurückgeht nach Russland
ohne Krieg. Würde ich nicht ausschließen heute. Ja. Und als wie gefährlich, nur ganz kurze Anschlussfrage, bitte kurze Antwort, als wie gefährlich schätzen Sie die Situation jetzt ein, die Eskalation, die Gefahr? Ich habe mit Präsident Vucic gesprochen letzte Woche. Er bereitet sich auf einen großen Krieg vor. Bereiten Sie sich auch auf einen großen Krieg vor? Bereiten Sie sich auch auf einen großen Krieg vor? Vielleicht zuerst Herr Heer, ganz kurz. Ja, ich glaube nicht, dass es einen großen Krieg geben wird. Ich sehe ja die Ukrainer regelmäßig, weil sie sind mit mir Mitglied im Europarat. Und ich merke einfach, sie sind ernüchternd und sie sind desillusioniert. Also diese Kriegseuphorie, die auch vor zwei Jahren herrschte, also man hat ja da auch Erfolg mit dieser Gegenoffensive, die ist also verflogen. Und ich glaube auch in der Bevölkerung, in der ukrainischen Bevölkerung, es herrscht natürlich eine Kriegsmüdigkeit. Man will nicht an die Grenze, um sich verheizen zu lassen. Und viele Ukrainer, also in Gottes Namen, sind russisch sprechend. Das vergisst man auch immer, oder? Und die haben zwei Seelen in ihrer Brust. Und ich glaube, man müsste eine Lösung suchen, um den Krieg zu beenden und in die Zukunft zu schauen, analog mit der DDR. Die hat man ja auch nicht befreit. Die fiel in sich zusammen, weil der Kommunismus verrottet war. Und ich glaube, das russische System mit Putin, der wird auch nicht ewig leben und dort muss man eigentlich hoffen, dass das System implodiert. Aber ich glaube, Russland militärisch besiegen ist nicht möglich. Ein Kritikpunkt von Herrn Heer, vorhin geäußert, auch an Ihre Adresse, lautete indirekt, dass dieses aktive Diplomatieverständnis, jetzt auch einer Michelin-Galmiret, das sei nicht optimal, das sei nicht sachdienlich. Da würde mich Ihre Meinung noch interessieren, wie beurteilen Sie das, also diese aktivistische oder aktive Politik? Und kann vielleicht da die Frage, ist diese, was kann die Schweiz überhaupt bewirken diplomatisch auf solchen riesigen Kriegsschauplätzen? Da würde mich Ihre Gegenmeinung noch interessieren. Ja, also ich muss sagen, im Grunde genommen bin ich mit was Herr Nationalrat Herr gesagt hat, einverstanden. Bitte ein bisschen lauter sprechen, dass Sie es hinten auch hören. Ich habe eben Ihr Buch gelesen, darum. Danke, dass Sie mich zitieren. Aber etwas, was mich wichtig scheint, ist, natürlich kann man sich nicht als Vermittler, man muss bescheiden sein. Und man kann eine wichtige oder nicht wichtige, aber nützliche Rolle spielen, nur wenn beide oder alle Parteien uns anfragen. Und das war der Fall in verschiedenen Fällen. Das ist der Fall jetzt in Afrika zum Beispiel. Im Falle von Russland und Ukraine ist es nicht der Fall. Aber trotzdem gibt es viele informelle Gespräche, nicht unbedingt zwischen Regierungsvertretern, aber in einem zweiten Kreis von Think Tank, Akademiker, die auch einen Bezug haben zur Regierung. Und da machen einige Institutionen bei uns, die in der Schweiz angesiedelt sind, weiter. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, die Zukunft vorzubereiten. Aber ich befürchte schon das Eskalationspotenzial im Nahen Osten und in Ukraine. Und ich befürchte, dass wieder der Westen auf der Verliererseite sein wird. Das ist ja für mich eigentlich die ganz große Frage heute. Wir haben das Gefühl, die Welt spinnt, die Welt ist aus den Fugen. Alle sind da in den größten Feindbildern gegeneinander unterwegs. Wenn man hier in der Schweiz über diese Themen diskutieren muss, heißt es sofort, du bist auch so ein Putin-Versteher, du bist auch das. Wir haben so ein beklemmendes Klima, so viele Konflikte. Ihr seid beides außenpolitisch äußerst erfahrene Schweizer. Was ist der Grund, was ist die Urwurzel von dieser aus den Fugen geratenen Zeit? Was ist da Ihre Theorie? Also ich glaube, Europa ist einfach zu schwach. Ich meine, Herr Rauch hat gesagt, der Westen verliert, aber der Westen, ich glaube, die Vereinigten Staaten von Amerika, die sind Gewinner dieser Konflikte. Und Europa ist der Verlierer? Europa ist der Verlierer in erster Linie. Also man kann nicht sagen, der Westen verliert. Ich glaube, die USA profitieren mit den Energiepreisen, mit einer Industriepolitik, die sie ausrichten, auch gegenüber Deutschland, oder? Jetzt die grossen Investitionen werden in den USA getätigt und ich glaube, die Europäer waren einfach, sie hatten keine starken Figuren mehr, oder? Früher hatten wir noch starke Figuren mit De Gaulle, oder? Der hat sich immer ein bisschen unabhängig. Ja, Chirac und Schröder im Irak. Chirac und Schröder, die noch eine eigene Position eigentlich markiert haben und die Amerikaner, muss man sagen, auch berücksichtigt haben. Mit dem Zerfall natürlich der Sowjetunion war der Hauptgegner
weg und das Feld war eigentlich frei für die USA, um eine globale Politik durchzusetzen. Und ich glaube, das ist in die Hosen gegangen, das kann man sagen. Und diese Annäherung, ich meine, Europa wäre ja mächtig mit Russland als Energielieferant, mit der Industrie in Deutschland, mit Handel, mit den verschiedenen Kulturen, müssten wir eigentlich das reichste Gebiet sein auf dieser Welt, oder? Und da haben natürlich die Amerikaner, auch wenn sie es nicht offen sagen, haben sie natürlich als Hegemon auch ein Interesse, die Nummer eins zu bleiben und Europa nicht zu vernichten, aber nicht unbedingt hochkommen zu lassen. Übrigens, meine Damen und Herren, ich würde Ihnen das nicht empfehlen. Ich hätte das Buch auch nicht gemacht, wenn wir nicht überzeugt wären, dass das ein hochinteressantes, auch zeitgeschichtliches Dokument ist. Und was sehr interessant ist an diesem Buch, ist, dass diese Konflikte, wir reden jetzt etwas über Gaza, über Ukraine, aber da ist der ganze Jugoslawien-Konflikt ist hier noch drin. Die Frage des Kriegsverbrechertribunals aus der persönlichen Anschauung eines Schweizer Diplomaten in sehr kompakter Form. Das heißt, Sie können sich da auch einen Einblick verschaffen, historische Hintergründe in verkraftbarer Länge für diese verschiedenen Zonen, die wir da betrachten. Also deshalb auch ein Argument für dieses Buch. Meine Frage an Sie, Herr Ruch. Ja, dieser Wahnsinn, den wir jetzt erleben, ist das am Schluss jetzt ein Krieg der Vereinigten Staaten von Amerika auch gegen Europa? Das ist eine ganz provokative Zuspitzung, aber ich habe im Gespräch auch mit deutschen Politikern, Sozialdemokraten, die sagen das, sie schreiben das auch. Die sagen, was er hier etwas skizziert, sie auch in ihrem Buch, die Amerikaner wollten einfach nicht, dass da dieses Europa mit Russland zu stark wird. Ist das Kernproblem heute? Die Supermacht Amerika hat das Gefühl, da schwimmt mir ein bisschen die Felle davon und jetzt müssen wir hier wieder, wie beim Cäsar im Asterix, müssen wir hier wieder unsere Standarte in den Raum hauen. Ist das die Erklärung für diese Konflikte heute? Also zuerst finde ich, Amerika verliert auch, wenn man wirtschaftlich nicht, aber geopolitisch. Wenn man sieht, was passiert mit dem Shanghai Cooperation oder mit BRICS oder in Afrika, wo Frankreich und die Vereinigten Staaten dominant waren. Also ich glaube, natürlich die Rüstungsindustrie und die Ölindustrie kartoniert, sagt man das schon, also macht viel Geld. Ich glaube schlussendlich, hinter dem Krieg in Ukraine gibt es eine wichtige Frage, und das ist die Frage Deutschlands. Wenn man die Geschichte betrachtet, seitdem es eine deutsche Einheit gibt, Deutschland war immer irgendwie, hat balanciert zwischen Westen und Osten. Man kann sich erinnern an das Vertrag von Rapallo 1925. Man kann sich erinnern an natürlich die Ostpolitik von Willy Brandt, die Politik unter Schröder. Also hinter dieser Ukraine-Krieg glaube ich schon, dass die wichtige Frage ist, was passiert mit Deutschland in den nächsten 50 oder 100 Jahren. Und ich stimme Ihnen völlig zu. Europa hat ein riesiges Problem, eine eigenständige Politik zu haben, und wenn man keine eigenständige Politik hat, am einfachsten folgt man Washington. Und jetzt, bevor wir die Diskussion öffnen, ganz kurz die Frage, sollte die Schweiz jetzt eigentlich mit dieser EU, die ja keine gute Figur macht in diesem Konflikt, sollte die Schweiz jetzt also einen institutionellen Vertrag unterschreiben, sich da sozusagen anbinden, einpacken lassen? Herr Ruch, sind Sie da dafür? Ja, also ich bin für geregelte Beziehungen mit der EU, die unserer Wirtschaft dienen. Das ist das Wichtige. Aber da sind Sie für diese Paketlösung? Würden Sie das sagen? Ja, es gibt gewisse Details, aber das muss uns nicht verhindern, selbstständig und eine selbstständige Außenpolitik zu führen. Den Herrn Heer darf ich jetzt nicht fragen, das ist klar, dass Sie dagegen sind. Das schreibe ich auch immer in der Weltwoche, aber das kennen Sie, die Argumente, uns interessieren die anderen Argumente. Nun möchte ich Sie bitten, meine Damen und Herren, bitte stellen Sie Fragen. Es gibt so viele Fragen, die man noch nicht gestellt hat, die müssen Sie bringen. Und bitte eine Frage, kein Kontrreferat. Danke, bitte. Entschuldigung, meine Frage an Herrn Heer, es geht um den
Anlass eigentlich dieser heutigen... Können sich die Leute vorstellen, dass man... Was war Ihr Motiv für den Artikel, der sehr kritisch war gegen Herrn Ruch? Wollten Sie Herrn Ruch verhindern als Staatssekretär oder wollten Sie das Staatssekretariat verhindern? Und jetzt meine zweite, eigentlich wichtige Frage. Was macht dieses Staatssekretariat für Sicherheit überhaupt einen Sinn? Heißt das, wir hatten bisher keine Überlegungen uns gemacht über Sicherheit oder ist das eine Alibi-Übung? Diese Frage geht an beide. Aber zuerst Ihr Motiv. Danke, sehr gut. Können Sie vielleicht noch kurz sagen, auch bei den Fragen, wer dann jeweils spricht, dass wir gleich wissen, Sie sind der Herr? Entschuldigung, ja. Hans-Peter Frey, ja. Herr Frey, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Am besten danke, Frey. Also ich beginne hinten. Es ist so, es war eine Alibi-Übung. Ich glaube, die Frau Amherd wollte auch einen Staatssekretär haben, wie Seko und das EDA. Und es ist eine Alibi-Übung. Für mich ist ein Staatssekretariat nicht nötig, war nie nötig, weil es Kosten verursacht. Man hat zwar gesagt, es sei kostenneutral, man spare dann hier und da, aber Sie haben völlig recht, bis jetzt hat das auch funktioniert, ist eine unnötige Stelle. Und gegen Herrn Ruch, ich habe es erwähnt, nichts Persönliches, ging mir nicht darum, dass ich ihn verhindern wollte, weil er Ruch heisst, sondern ich habe einfach diesen Artikel geschrieben bezüglich, eigentlich ist Gal mir eh schuld, weil es war ja Ihre Idee und Herr Ruch musste das ausbaden und ich konnte ja nicht damit rechnen, also war auch nicht meine Absicht, ihn abzuschießen, weil normalerweise, wenn ein SVPler etwas kritisiert, dann macht der Bundesrat sofort das Gegenteil. Also normalerweise hätte man eigentlich Herrn Ruch noch zum Superstaatssekretär befördern müssen. ja, und ich war selber überrascht, die Entwicklung das dann genommen hat. Und wir freuen uns, dass auf jeden Fall beide heute auf der Bühne stehen. Ja, ist dieses Staatssekretariat für Sicherheit ein Unsinn? Jetzt können Sie es ja sagen, Herr Ruch. Jetzt können Sie es sagen. Jetzt nein, sind Sie also ich hatte schon eine Vision und eine Strategie entwickelt für dieses Staatssekretariat. Und ich glaube, ich hätte gute Dinge machen können im Dienste der Schweiz und im Dienste der Schweizer Politik. Und das hätte viel weniger gekostet als die Gummi eines F-35, ja? Viel weniger pro Jahr. Also ich glaube, man hätte schon etwas machen können. Aber jetzt, dank was passiert ist, dann haben wir nur eine Person da, die als NATO-Pudel erscheinen muss. Scheinbar. Aber jetzt ist ja interessant, also nur ganz kurz, das hat ja dann eine richtige, das ist ja fast ein Friedhof der Diplomaten, dieses Staatssekretariat. Nach Herrn Ruch ist ja dann ein anderer gekommen, Herr Greminger, der ist auch gerade abgeschossen worden. Und jetzt ist jemand gekommen, den niemand kennt. Da schreibt auch niemand mehr darüber. Ein hochinteressantes Phänomen. Weitere Fragen bitte. Ja, Herr Müller. Oh, Sie haben hier ein Blatt vor, ein Manuskript vor sich, oder? Ja, nur 16 Seiten. Okay, ja, nein, also ein, nein, ist gut. Nein, Entschuldigung, eine Frage. Bitte. Schön, dass Sie da sind. Freddy Heer war ein fantastischer Hochstopper vor der Korwa. Hat mir keine Differenz. Aber ich muss schon sagen, du bist ja Mitglied der Gesellschaft Schweiz-Israel und ihr werdet regelmäßig informiert. Ich bitte einfach dich um folgende Frage. Ist dir bewusst, dass Netanyahu mehrmals gesagt hat, wir brauchen die Hamas, sonst gibt es die Zwei-Staaten-Lösung? Zweitens, als Ben-Gurion schon gesagt hat, bei der Eröffnungsrede von Israel, die Araber werden das nicht verstehen. Das ist unser Land, das hat uns Gott versprochen, sie haben einen anderen Gott. Und deshalb müssen wir auswerfen. 750.000 Menschen sind am Tag nach der Deklamation verscheucht, ermordet worden. Das war die erste Geschichte. Und jetzt kommen wir bei der Hamas an. Ist ihr bewusst, dass die Hamas, das Papier von 1988, hat gar niemand, irgendjemand in Bezug dazu gemacht, 2017 festgelegt hat, dass sie Seite bei Seite mit Israel eine Kooperation wollen. Und Israel hat das abgelehnt. Einfach nur, damit das nicht... Nein, ist interessant. Was meinen Sie zu diesen Punkten, die da vorgebracht werden? Ja gut, es ist so falsch, dass nicht mal das Gegenteil richtig ist. Ich meine, wenn Sie... Das war jetzt also noch kein Argument, das war eine schöne Pointe. Aber ein Argument, so schnell, so leicht kommen Sie da nicht durch. Wenn Sie bei Ben-Gurion anfangen, der Teilungsprozess der UNO
wurde von Israel akzeptiert und die Araber haben den Krieg gesucht, nicht Israel. Entschuldigung, wir müssen einfach die Tatsachen nicht verdrehen. Und Israel hat den Krieg gewonnen. Es ist klar, Araber wurden vertrieben. Da bin ich mit Ihnen einig. Aber es war nicht, dass Israel die Araber vertreiben wollte. Die Araber haben den Krieg gesucht und sie haben verloren. Da möchte ich Sie erinnern, in allen arabischen Staaten, Irak, Marokko, Tunesien, Libyen, Jordanien, musste Israel mehr als diese 600'000 Leute aufnehmen, weil die wurden vertrieben aus diesen Ländern, Ägypten, aus allen arabischen Ländern mussten die Juden fliehen und mussten, die konnten ja nicht in die Schweiz kommen und hätte sehen wollen, wenn man gesagt hätte, es kommen jetzt 100'000 Juden aus dem Irak nach Zürich mit dem nächsten Flugzeug, hätten wir dann sehen können, wie groß die Hilfsbereitschaft gewesen wäre hier in Europa. Also mussten die Juden mehr Leute aufnehmen, als leider Araber gehen mussten. Das ist eine Tatsache. Es gab Friedensverhandlungen, es gab weitere Kriege, Sie wissen das. Es waren immer die Araber, die den Krieg gesucht haben und sie haben die Kriege leider immer verloren. Trotz all dem, ich meine, wenn man zurückblickt, man hatte Krieg mit Ägypten, man hatte Krieg mit Jordanien, wir haben heute Friedensverträge, also Israel hat heute Friedensverträge, Sadat, mit Menachem Begin, mit Ägypten haben Frieden, mit König Hussein konnte man Frieden machen. Es ist nicht so, dass Israel keinen Frieden machen kann mit Arabern, wie das vorgeworfen wird. Die Israelis sind nicht Araber-Hasser und es gibt ja viele israelische Araber, die haben volle demokratische Rechte. Die können abstimmen, die können wählen. Die haben eine Minderheit in der Knesset. Wo gibt es das? Gibt es in Saudi-Arabien Juden, die wählen können? Gibt es im Iran Juden, die wählen können? Gibt es im Libanon eine jüdische Partei? Gibt es überhaupt einen einzigen Juden, der dort leben kann? Gibt es nicht. Und das müssen wir einfach die Tatsachen nicht verdrehen, bitte. Da vielleicht noch ein Punkt, das ist noch eine Frage, die noch nicht angesprochen wurde. Und das ist etwas, was natürlich immer gebracht wird, eben diese Theorie oder diese These, dass Benjamin Netanyahu diese Hamas eigentlich finanziert hat, finanzieren ließ, um die Zwei-Staaten-Lösung entgleisen zu lassen. Vielleicht ein ganz kurzer Kommentar. Ich möchte einfach bitte um Verständnis. Ich habe nach meiner Wahrnehmung, ich bin kein Experte im Nahen Osten, aber ich bin laientheologisch interessiert und ich weiß, dass es zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung haben wir Konflikte und Kriege seit 2000 Jahren. Und ich weiß, wir werden am heutigen Abend, auch wenn wir noch so alles probieren, es wird uns nicht gelingen, hier einen Konsens zu finden. Deshalb möchte ich dann das Thema wieder nach außen geben. Aber trotzdem die Frage noch, hat da nicht sozusagen Netanyahu das Monster entstehen lassen oder sogar noch gezüchtet mit dem Ziel, was Herr Müller hier gesagt hat? Also es ist länger als 2000 Jahre. Moses musste ja von Ägypten ins gelobte Land ziehen. Darum jetzt noch eine Minute. Das ist über 5000 Jahre. Einfach machen wir nicht heute. Ja, machen wir nicht. Jetzt Netanyahu, jetzt kommen wir nicht in die Bibel. Netanyahu. Auf jeden Fall, mit Netanyahu, es ist natürlich so, die Hamas, die hat die Fatah bekämpft. Hat sie die Fatah nicht bekämpft, die Hamas? Nicht, okay. Einmal macht jetzt, hat sie nicht bekämpft. Punkt, also sie haben die Fatah in Ruhe gelassen, ist okay. Sie haben die Fatah bekämpft mit terroristischen Mitteln. Israel hat nach diesen Terroranschlägen, man hat die Fatah unterstützt, aber... Das stimmt, die Israelis hatten irgendwann genug von diesen Terroranschlägen und haben einfach für ihre Sicherheit gesorgt und vielleicht die Fatah zu wenig unterstützt im Krieg gegen die Hamas, war aber auch nicht ihr Problem. Die Hamas hat die Wahlen gewonnen, es gab einmal freie Wahlen, allerdings nur einmal. Und anschließend hat die Hamas dieses Terrorregime installiert. Jetzt ist die Frage, Netanyahu hat die finanziert. Also Israel hat gar nichts finanziert. Das Geld kommt vorwiegend von Katar. Stellen Sie sich vor, Netanyahu würde sagen, Katar gibt 5 Milliarden für die Palästinenser in Gaza. Und ein israelischer Staatspräsident, Netanyahu, sagt, nein, kein Geld, wir lassen sie verhungern. Geben kein Geld nach Gaza, nur wegen der Hamas. Sie können keine Spitäler bauen, keine Schulhäuser bauen, keine Kanalisation bauen, keine Ärzte ausbilden. Wir klemmen ab. Was würden Sie dann sagen? Dann würden Sie sagen, diese Juden hungern Gaza aus. Sie machen einen Genozid. Dann würden Sie das sagen. Sie verdrehen die Tatsachen leider immer.
Und können jetzt Netanyahu ist nicht verantwortlich für das, was die Hamas... Jetzt müsste eigentlich Herr Müller erwidern können, aber das können wir nicht machen, das könnt ihr nachher beim Apéro. Bitte eine nächste Frage, Entschuldigung. Entschuldigung, stopp. Der Moderator bin ich. Die israelische Armee hat das Geld transportiert. Stopp. Ich bin als Journalist, ich begleite diesen Konflikt erst seit 25 Jahren. Und habe diese Diskussionen oft erlebt. Bitte verzeihen Sie mir, ich möchte noch andere Fragen hier behandeln. Ihr könnt das ja nachher untereinander auch noch diskutieren und diesen Konflikt lösen. Bitte. Peter Ahlig, Frage an Freddy Heer. Sie haben gesagt, dass die Russen keine Entführungen, keine Geiseln genommen haben in der Ukraine. Und da habe ich ganz anderes gehört und gelesen, dass sie also... da sie sich noch mindestens ebenso schlimm aufgeführt haben wie die Hamas bei dem Überfall nach Israel. Können Sie das noch? Ja gut, also was Sie hören, ich meine, ich war sehr viel in der Ukraine, Entschuldigung, auch während des Krieges. Und ich muss einfach sagen, ein Großteil ist Propaganda, es tut mir leid. Ist natürlich Propaganda von beiden Seiten. Ich sage nicht, dass die Russen Waisenknaben sind, oder? In der Kriegsführung, sie sind brutal, sie schlagen die Städte zusammen, sie bombardieren sie zusammen. Aber es ist nicht so, dass die russische Armee jetzt Leute aus Dörfern entführen würde. Entschuldigung, das gibt es einfach nicht. Das geht leider in den Bereich der Propaganda, so wie ETH-Professoren sagen. In 3 Monaten haben die Russen keine Munition mehr vor 2 Jahren. Also, man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich sage ja nicht, ich bin nicht Fürsprecher für die Russen. Ich verurteile diese Aggression. Das geht nicht mehr im 21. Jahrhundert, dass man einfach eine Armada schickt und ein anderes Land überfallen will. Da bin ich bei Ihnen, aber man muss auch die Relationen in der Berichterstattung wahren. Vielleicht auch noch eine kurze Bemerkung dazu, dann würde ich... Einsatz, wir müssen nicht vergessen, dass Wladimir Putin vom Chefankläger und vom Tribunal in Den Haag wegen Kindesentführung angeklagt worden ist. Und er ist interessanterweise, kann man noch hinzufügen, von diesem Chefankläger nicht wegen Verbrechen, wegen Butscha zum Beispiel angeklagt worden, sondern wegen dieser Deportationen. Ich habe ja ein Interview gemacht, da bin ich ja fast nicht mehr in die Schweiz eingelassen worden, nach einigen Journalisten. Ich habe ja mit der angeklagten Person sogar noch gesprochen in Russland. Und Audiatur et altera pars, die Russen weisen das natürlich zurück und akzeptieren das nicht. Genauso wenig wie die Amerikaner und die Israeli diesen Gerichtshof akzeptieren. Aber einfach, das ist interessant, es gibt da immer unterschiedliche Auffassungen. Ich kann auch nicht sagen, was stimmt. Bitte, Herr Rauch, Sie hatten eine Frage noch. Herr Rauch, wer in der Vatikan sagt, er habe der Rückführung von entführten ukrainischen Kindern von Russland zurück in die Ukraine vermittelt, ist es auch Propaganda? Wer sagt das? Der Heilige Stuhl. Oh. Ja, ich bin reformiert, ich kann keine Stellung nehmen. Bitte, ja. Die katholische Kirche, wenn es um Kindesmissbrauch geht, dann muss die katholische Kirche mal zuerst bei sich selber aufräumen. Das kann ich sagen, so viel. Bitte. Also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber eine Weltwoche habe ich. Mein Name ist Krieg Christian. Meine Frage ist, ich habe es natürlich noch nicht alles gelesen, die wirtschaftlichen Aspekte für den Konflikt Ukraine-Russland. Weil nach meiner Information, ich war dort mehrere Mal, sind die ökonomischen Aspekte sehr viel größer, als man verlautbar. Weil die amerikanischen Agrarkonzerne haben riesige Ländereien in der Ukraine aufgekauft. Die werden sie nicht freiwillig hergeben. Dito im Kosovo, ich war auch 3-mal im Kosovo, da gibt es sehr viele Bodenschätze, Sachen, die die Amerikaner interessieren. Also berücksichtigen Sie das. Oder Sie machen mehr einfach auf politischer Ebene? Nein, ich erzähle, was ich erlebt habe. Ich mache keine große Analyse über alle Aspekte eines Krieges. Ich erzähle, was ich selbst erlebt habe und ein bisschen mehr über die Ursachen. Aber diese wirtschaftlichen Aspekte sind nicht ausführlich betrachtet in diesem Fall. Ich rede vielleicht ein bisschen mehr über die wirtschaftlichen Aspekte, insbesondere was die Schweiz, was ich
gemacht habe in diesem Bereich, als ich in Israel mit Palästinensern im Hightech-Bereich machen konnte. Aber das ist nicht ein Hauptthema dieses Buches. Weitere Fragen bitte? Ja, gerne. Ja, Thomas Zweifel. Vielen Dank. Also ich finde das erstmal toll, dass ihr zwei überhaupt auf der Bühne seid. Das sind wir dankbar. Meine Frage ist über die... Sie haben die Werte angesprochen, Herr Ruch. Das, in meiner Sicht gibt es einen Weltkrieg im Moment, der zwischen den Werten der Autokratie, autoritäre Lösungen, Russland, China, Iran, Hamas und so weiter auf der einen Seite sind. Das sind Leute, die führen auf eine bestimmte Weise. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Werte der Demokratie und des Liberalismus und der Freiheit und so weiter. Und meine Frage ist, und da bin ich mit Alfred nicht ganz einverstanden, dass ich denke, dass die Schweiz schon einen Riesenbeitrag hätte, weil sie eigentlich ein Musterland ist im Sinne von direkter Demokratie, Minoritäten schützen und so weiter. Wie man Macht in Schach hält, wie man Macht verteilt auf eine gerechte, faire Art und Weise. Was könnte die Schweiz beitragen, damit dieser Krieg gewonnen wird? Weil, also ich glaube, wir sind uns einig, wenn die Autoritären gewinnen, dann hat der Westen verloren. Und vielen Dank. Das ist eine ganz, finde ich, zentrale Frage, die heute auch in den Medien intensiv diskutiert wird. Oder? Ich habe auch kürzlich ein Gespräch gehabt mit dem Chef vom Springer Verlag. Die sind auch der Auffassung, es geht hier, die freie Welt muss sich behaupten, darf es nicht zulassen, dass die unfreie, die autokratische Welt hier gewinnt. Und die Schweiz, dieser Punkt noch, welchen Beitrag könnte sie leisten? Wie sehen Sie zum einen diese Theorie einmal, diese Konfrontation? Sind wir in so einer Konfrontation zwischen Autokratie versus Demokratie? Und zweitens, hätte da die Schweiz eben nicht, wie das Herr Zweifel sagt, eine ganz wichtige Rolle vorne zu spielen, eine aktive diplomatische Rolle in der Werteverbreitung? Also, ich gehöre eher zur realistischen Schule der internationalen Beziehungen. Und wir sehen die Welt in Machtpolitik, nicht so sehr in Wertpolitik. Bitte nicht zu leise sprechen. Wo würde man zum Beispiel Brasilien eingliedern? Brasilien ist Teil der BRICS, die haben gute Beziehungen zu China, zu Russland, mit Lula weniger gut zu Amerika. Also für mich dieses Manichäismus, eine Art Demokratie versus autoritäre Staaten, das passt einfach nicht in der heutigen Welt. Wir waren in einer unipolaren Welt mit einer großen Macht, die ungefähr das Sagen hatte über alles. Das war Amerika. Jetzt die Macht von Amerika wird challenged, herausgefordert seitens China, ein bisschen Russland. Und deswegen gibt es neue Konstellationen in der Welt. Und die Frage ist für mich, wie können sich diese zwei großen Mächte, Amerika und China, vielleicht noch mit Russland als Referee, als Schiedsrichter, vereinbaren und einen Deal schaffen? Für mich, das ist die wichtigste Frage. Aber die Welt zu teilen im Guten und Bösen, ich finde das hochgefährlich, hochgefährlich. Und die Schweiz, noch einmal, als aktiver Wertevermittler, als Inspiration, das können wir auch in der Europapolitik. Die Schweiz könnte das Idealbild der Europäischen Union sein. Wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube, wir müssen bescheiden, weil wenn es um Machtpolitik geht, dann muss man eben Macht haben. Aber wir sind ein kleines Land. Vielleicht noch ein Satz von Herrn Heer. Das würde mich jetzt auch interessieren, wie Sie das sehen. Das ist ja sozusagen die Generallinie der Berichterstattung in der Schweiz. Mit einer Ausnahme müssen wir jetzt nicht erwähnen. Sie haben es ja selber gemerkt. Ja. Sehr gut. Nein, ist das Demokratie versus Autokratie? Vielleicht ja, noch ein Satz dazu. Ich bin natürlich mit der Zweifel. Ich meine, die demokratischen Staaten stehen mir natürlich näher, auch die USA mit Meinungsäußerungsfreiheit, freien Wahlen, unabhängige Gerichte, unabhängige Justiz. Das sind natürlich Werte, die wir vertreten und die wir verteidigen. Aber die Welt, Sie müssen eben sehen, die Welt ist eben in der Mehrheit, sind keine Demokratien. Das ist die Tatsache, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Und wenn Sie mit einem Chinesen sprechen, spreche viel auch mit Chinesen, also nicht Chinesisch,
Aber die sagen mir natürlich und die sagen uns, und das ist nicht Propaganda, das ist ihre Überzeugung. Sie sagen, unser System, das sind ja Kommunisten, aber sie sagen, unser System ist viel weiterentwickelt wie diese Demokratien, die wir haben. Und das ist eben ihre Überzeugung. Jetzt ist die Frage, ist das richtig oder falsch? Gibt es vermutlich nicht, aber man muss auch sehen, die westlichen Demokratien haben natürlich auch Fehler gemacht. Einmarsch in Irak beispielsweise. Saddam Hussein war ein Diktator. Gaddafi war ein schlimmer Diktator. Was haben wir heute dort? Heute ist es noch schlimmer, oder? Und manchmal ist es eben besser, man lässt den Teufel dort, wo er ist, den Teufel, den man kennt und den man noch einigermaßen beherrschen kann, als dass man den Teufel ausräuchert und dann kommen viele kleine Teufels hoch, die man nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist eine große Gefahr. Aber die Schweiz, und da bin ich mit Herrn Ruch einig, wir sollten uns eigentlich... Unser System ist gut für uns, das haben wir erschaffen, das funktioniert für uns, aber wir sollten das nicht predigen, die Russen, ihr müsst jetzt das gleiche System haben, oder China muss das Schweizer System übernehmen, oder die EU. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Wenn ich noch einen Satz hinzufügen darf, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich auch immer beschäftigen muss, und ich werde ja gelegentlich, ich selber, obwohl ich in der Weltwoche viele Meinungen abdrucke dazu, werde ich kritisiert. Ich sehe auch so einen Relativierer und einen Westkritiker oder womöglich einen Anti-Amerikaner. Früher haben sie mir das Gegenteil gesagt, ich sei ein Schoßhund von George W. Bush. Im Irakkrieg. Ich komme aus einer sehr russlandkritischen Familie. Also wir sind alles Antikommunisten, mein Großvater, mein Vater. Wir sind also wirklich, da ist nirgends eine Sowjetflagge bei uns. Da wäre ich vermutlich enterbt worden, wenn es etwas zu erben gegeben hätte. Und meine Beobachtung ist persönlich, wenn wir mal vergleichen, wo China steht heute, gegenüber vor 60 Jahren. Wenn wir sehen, wo Russland steht gegenüber der Sowjetunion von 60 Jahren, dann stelle ich mir die Frage, haben sich eigentlich diese Länder auf den Westen zubewegt, sind sozusagen in einer bestimmten systemischen Beurteilung der Marktwirtschaft oder einer mehr oder weniger gelenkten, gesteuerten Marktwirtschaft, wobei da können wir auch nach Frankreich schauen, hat hier eine Annäherung stattgefunden oder hat eine Entfremdung stattgefunden? Und nach meiner persönlichen Beurteilung müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir uns von diesem manichäischen Bild nicht in die Irre führen lassen, dass wir die vielleicht kleiner werdenden, immer noch bestehenden, zum Teil auch gravierenden Differenzen plötzlich in einer Art und Weise hochstilisieren, wie das vielleicht in einem Film wie Dr. Strangelove aus dem Kalten Krieg gemacht wurde. Also dass wir uns eigentlich die kleiner werdenden Differenzen, je näher wir uns kommen, desto mehr stoßen wir uns ab. Es kann ja auch solche Phänomene geben. Man nennt das in der Psychologie den Narzissmus des kleiner werdenden Unterschieds. Also je ähnlicher die Chinesen den Amerikanern werden, je erfolgreicher die Chinesen in der Wirtschaft werden, desto mehr haben natürlich die Amerikaner das Bedürfnis, sich wieder abzugrenzen und natürlich Feindbilder zu produzieren. Geht uns auch so. Wenn der Blick eine gute Story hat, besser als die Weltwoche, kommt selten vor, aber ab und zu, dann muss ich ja auch mich irgendwie zur Wehr setzen. Und es ist dann eigentlich immer noch einfacher, den Blick hier etwas in den Senkel zu stellen, als die Weltwoche besser zu machen, nur weil wir einen Blickjournalisten hier haben. Also das finde ich noch wichtig. Nähert man sie sich an oder geht man auseinander? Entschuldigung, zu viel gesagt. Bitte noch Fragen. Ja, ganz kurz nachhaken. Aber ganz kurz, weil wir sind schon die Leute, es ist schon ein bisschen heiß vielleicht. Ja. In meiner Sicht wird es eben nicht kleiner. Also es gibt Evidenz, dass der Xi Jinping in den 90er Jahren ein Buch geschrieben hat, wo er gesagt hat, unsere Strategie muss sein, dass wir die amerikanischen Universitäten unterwandern, damit wir das System von innen aushöhlen, weil wenn die USA ihre Werte verlieren, Family Values, Demokratie und so weiter, dann haben wir gewonnen. Können wir in der Weltwoche mal publizieren, wobei, wenn man mal den Tiger der Freiheit geweckt hat, wird es schwierig, ihn zu reiten. Oder wie der Deng Xiaoping gesagt hat, wenn da zu viele Fliegen aus dem Ausland hineinkommen, müssen wir das Fenster wieder schließen. Bitte noch eine letzte Frage. Ja. Bitte. Karl-Heinz Ritter, Zürich. An Herrn Herr, was meinen Sie von Eskalation? Kann es sein, dass Kamikaze-Politiker, so wie Herr Zelensky, die sehr viel mit Geld ausgerüstet sind, sich irgendwo eine
Atomwaffen besorgen, um die Großmächte gegeneinander aufzuhetzen. Das gleiche Gefahr sehe ich auch bei den Moslems, dass die auch zu was kommt. Und an Herrn Ruch, der Alexander Vucic, ja, Ihr Nachfolger ist ja jetzt Urs Schmidt. Würden Sie Urs Schmidt, der ist jetzt Schweizer Botschafter in Belgrad, hat übrigens gestern Geburtstag gehabt, würden Sie ihm auch 300.000 geben, um gegen Herrn Vucic zu arbeiten? Danke. Danke vielmals für diese Fragen. Ja, bitte, Eskalationsgefahr. Ja, es ist, ich meine, Technik wird natürlich immer moderner und es ist klar, früher hatte man Steinschleudern gegen Goliath, heute hat die Hisbollah etwa 6000 Marschflugkörper mit GPS. Es wird also auch für einen Superstaat militärisch wie Israel schwieriger, Bedrohungen abzuwehren. Darum braucht es auch einen Frieden, logischerweise. Ich glaube, es kann ja nicht so weitergehen, weil einfach die Militärtechnik zunimmt. Betreffend Zelensky, da habe ich nicht so Angst, weil er ist doch kontrolliert von den Amerikanern. Und ich glaube, die Amerikaner, ja, man muss das sehen, die haben schon ihre schützende Hand über der Ukraine, also schützende Hand. Die schauen schon, dass kein allzu grosses Malheur dort passiert. Herr Ruch, ja, die Frage mit den 300.000 Franken gegen Herrn Vucic. Vucic wurde nicht angeklagt vom Internationalen Gerichtshof. Er ist kein Kriegsverbrecher. Dann dürfen wir in Russland Wahlen bestechen, in dem Fall. Es ist ja unser Auftrag, die demokratischen Kräfte zu unterstützen. Ja, das gehört zu unseren Werten. Aber es geht nicht darum, einen Coup zu organisieren. Wir sind nicht die CIA in Iran, die das demokratische gewählte Mossad umgestürzt hat in 1952, nicht wahr? Ja, genau. Ich muss sagen, ich hatte ein super Verhältnis mit Vucic. Also das war wirklich sehr einfach, Business zu tun mit ihm. Und wir hatten viele Probleme von Korruption, die wir in seinem Büro in einer halben Stunde lösen könnten. Und ich muss noch etwas sagen, auch aufgrund dieser Erfahrung von Vucic. Was wir am besten machen können in unserer ganzen Bescheidenheit, ist gute Vertrauens, auch wirtschaftliche Beziehungen zu führen mit allen Seiten, inklusive China. Das wird uns in die Zukunft helfen. Danke, letzte kurze Frage bitte. Sie hatten sich vorhin noch nicht gemeldet, darum habe ich Sie nicht. Ich bin sehr kritisch gegen UNO-Tribunal. Ich finde, alle die Serben angeklagt und jetzt ist es top. Und jetzt ist Putin angeklagt, immer Serben, immer Russen und andere Leute. Ja. Ja gut, also ich muss sagen, jetzt im Kosovo ist jetzt auch Tachi, der wurde ausgeliefert. Und, aber es stimmt natürlich schon, man muss natürlich immer sagen, die Sieger schreiben Geschichte. Dass Danke, ja. Die Frage ging eigentlich an Herrn Ruch. Ja, die Frage, die Einseitigkeit dieses Tribunals. Sie haben sogar in Ihrem Buch, ja, ich habe die Frage verstanden. In Ihrem Buch, ja, jetzt müssen Sie aber auch die Antwort zuhören. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass tatsächlich auch zum Beispiel auf der kroatischen Seite bestimmte Haftbefehle nicht ausgesprochen worden seien, auch aus politischen Opportunitäten. Da fällt dieser Name. Aber ist gut, danke. Frage verstanden. Ist dieses Tribunal zu einseitig, Herr Ruch? Dobro večer. Wir haben wirklich echt versucht, alle Verbrechensszenen zu ermitteln. Und wir haben Kriegsverbrecher von der kroatischen, von der serbischen, von der bosniakischen und von der kosovo-albanischen Gemeinschaften angeklagt und die meisten wurden auch verurteilt. Also das ist einfach falsch, was Sie sagen. Jetzt vielleicht die zwei besten Kapitel in meinem Buch. Das ist der Kapitel, wie wir Gotovina verhaftet konnten, der ehemalige kroatische General, wie viel Energie wir verschwendet haben, mit Erfolg, um Gotovina, der verantwortlich ist für den Tod und die Deportation von vielen, vielen Serben, wie wir das gemacht haben. Und das zweite Teil, das super spannend ist im Buch, ist, wie wir zum Schluss
die KLA, Kosovo Liberation Army Führung, hinter Gitter bringen konnten. Also bitte, Sie können nicht sagen, dass dieses Tribunal einseitig war. Lesen Sie mein Buch. Unbedingt. Und jetzt kommt unbedingt. Jawohl, danke. Aber warte, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, weil wir wollen jetzt nicht, wir würden jetzt noch zur Schweiz kommen. Letzte Frage. Wir leben in einer kriegerischen Zeit, wir leben in einer ungewissen Zeit, man hätte das nie gedacht. Was ist für die Zukunft jetzt der wichtigste Grundsatz, den die Schweiz unbedingt befolgen muss, um hier heil durch dieses Getöse zu kommen? Ein Satz, Alfred Heer. Ja, ich glaube, die Schweiz muss sich auf ihre Werte berufen, neutral bleiben, unabhängig bleiben, sich nicht in Konflikte einmischen, wenn wir gefragt werden als Vermittler von Konfliktparteien, die guten Dienste anbieten, humanitäre Hilfe anbieten. Da waren wir auch stark, aber ansonsten sollten wir uns als kleines Land zurückhalten und uns nicht in diese Konflikte ein. Da sind wir überfordert, sind wir einfach überfordert. Herr Ruch, Sie haben das letzte Wort, der wichtigste Grundsatz in einer Welt der Stürme. Ich glaube, wir müssen insbesondere im Kopf selbstständig und unabhängig bleiben. Und wir müssen unsere Werte, aber auch unsere Interessen immer im Kopf haben und auf dieser Basis unsere Entscheide treffen. Und die Neutralität ist wie wichtig für Sie? Die Neutralität ist Teil unserer Werte und ich glaube, es dient unseren Interessen. Aber wir werden eine sehr interessante Identitätsdebatte bald haben aufgrund ihrer Initiative. Und ich glaube, es ist eine sehr wichtige, fast existenzielle Debatte, die wir haben werden. Und es ist wichtig, dass das Volk das letzte Wort hat. Und Sie unterstützen die Initiative. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Alfred Heer. Ganz herzlichen Dank, Jean-Daniel Ruch. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Und jetzt, meine Damen und Herren, wie ich gesagt habe, es kommt keiner hier raus, ohne so ein Buch gekauft zu haben, weil es ist so spannend. Und Herr Ruch signiert auch noch an diesem Tisch für Sie Exemplare. Bitte machen Sie davon Gebrauch. Und es ist eine so schöne Edition mit Hardcover. Ein guter Apero, wir können noch diskutieren. Merci vielmals.